Und jetzt trifft Soap auf Late Night. Also es ist ein Sturm der Liebe auf den Juniorpartner von Schmidt und Pocher. Ich meine, das Verzaubern ist ja sonst nicht so Pochers Art. Er ist ja ziemlich kess und schlagfertig wie keiner in seiner Generation. Und vor allem hat er sich einen Namen gemacht durch Imitation. Also er macht Podolski besser, nicht, als irgendein anderer. Seine reizende Partnerin heute Abend hat gerade vor kurzem einen italienischen Preis bekommen als beste Soap-Darstellerin. Meine Damen und Herren, Manege frei für Susan Höcke und Oliver Pocher. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich muss Oliver Pocher entschuldigen. Mein Name ist Mortadella. Ich bin Magier, Illusionist, aber auch Pessimist. Ich bin organisiert in der IG Mental. Ich bin in Finnland aufgewachsen, von Wölfen großgezogen worden. Und ich habe die Magie in mir. Und ich habe hier eine langjährige Gefährtin, meine Assistentin, Verena Kehrt. Ach, Susanne Klatten. Susan Höcke. Susan Höcke, meine langjährige Assistentin. Und ich mache magische Dinge. Ich sehe Bilder in meinem Kopf, die Sie nicht sehen können. Ich habe Sie noch nie gesehen. Sie haben mich noch nie gesehen. Trotz all dem kenne ich Sie ganz genau. Und ich werde jetzt ein unglaubliches mentales Experiment mit Ihnen vollführen, was Sie so für das Geld noch nie gesehen haben. Zumindest nicht für die Gebühren. Okay, ich sehe jemanden, ich sehe ein Schwein und ein zweites Schwein, das da steigt. Schweinsteiger, Schweinsteiger. Ist ein Bastian Schweinsteiger heute hier im Publikum irgendwo in der Richtung? Ist ein Bastian Schweinsteiger hier? Hier irgendwo? Stehen Sie kurz auf, Bastian Schweinsteiger. Da ist er. Hallo. Hallo. Hier ist der erste magische Trick. Ich habe hier einen magischen Stab. Wenn Sie da reinsprechen, können Sie alle hören. Nein, meine ich nicht. Ja, vielleicht nochmal einen ganzen Satz. So etwas wie... Das ist ein schwieriger Satz. Deutscher Meister wird nur die TSG Hoffenheim. Deutscher Meister wird nur die TSG Hoffenheim 2050. Okay. Aber jetzt kommen wir zu unserem magischen Experiment. Okay, Susan, ich werde dich schweben lassen. Okay, das funktioniert folgendermaßen. Setz dich bitte auf diesen magischen Stuhl. Ach so, vorher muss ich dich ausziehen, richtig. Ich werde nämlich dich optisch verändern. Das ist der sogenannte Tatjana Gsell-Trick. Und zwar mit diesem formschicken Kleid. Okay, wunderbar. So, setz dich bitte auf den magischen Stuhl und dann werde ich dich jetzt schweben lassen. Aber um dich schweben zu lassen, muss ich dich vorher zum Schlafen bringen. Okay, setz dich erstmal ganz entspannt hin. Und ich werde dich jetzt zum Schlafen bringen. Schlaf! Okay. Ja, Sie können ruhig begeistert klatschen. Erkannt, meine Damen und Herren, schön, dass er da ist. Mark Terenzi. Der sich heute als Diego verkleidet hat. Okay, dafür brauche ich all meine Energie. Okay. Okay.
ist nicht viel zu laufen, das habe ich bei Hans Klock gesehen. Okay. Okay. Ich werde jetzt Susan wieder aufwecken. Mit einem Spruch, einem Zauberspruch, der bei jeder Frau funktioniert. 3, 2, 1, Winterschlussverkauf! Okay, ich werde jetzt die letzte Stange entfernen. Okay. Nee, so toll ist auch nicht. Okay. Ich werde dich jetzt wieder runterholen. Okay, der Stuhl. Zur Highlight-Nummer. Der gläserne Sarg, oder wie ich sage, der Souflaki-Trick. Denn ich werde dich jetzt in diesem Sarg aufspießen. Wenn es schlecht läuft, gibt es Pensionsansprüche von der ARD. Okay, ist es so? Machen. Aber sie hat abgesagt. Ach, Entschuldigung. Okay, es kann nur einen geben. Okay. Jetzt wird's kriminell, meine Damen und Herren. Der letzte Start.
einer Illusion von Wonderbird. Oh my God.